Ich bin Jessica Theisen, ich bin 19 Jahre alt und ich mache gerade mein FSJ im Elbland-Klinikum Riesa. Das bedeutet freiwilliges soziales Jahr. Das heißt, man macht quasi über ein Jahr lang ein Praktikum in einer Einrichtung und hat zwischendurch noch ein paar Seminare. Es ist interessant, was man so jeden Tag mitkriegt. Also gerade hier auf der Onkologie hat man ja quasi alles, jetzt nicht altersmäßig gesehen, aber man hat einige chirurgische Probleme, die dann kommen, also von der Chirurgie. Weil die Leute einfach ein sehr geschwächtes Immunsystem haben, die Patienten, sind sie auch viel anfälliger für alle möglichen Arten von Krankheiten. Und da sehe ich ein sehr, sehr breites Spektrum. Ich wollte mein ganzes Leben lang schon Medizin studieren. Und da hat es jetzt aber leider noch nicht mit dem Studienplatz geklappt. Und da dachte ich mir, da ist das was ganz Sinnvolles, wenn ich schon mal ein bisschen Krankenhausluft schnupper. Ja, und außerdem wird das FSJ dann noch anerkannt fürs Studium. Es ist auf jeden Fall eine gute Variante, um rauszufinden, wenn man jetzt zum Beispiel Krankenschwester überlegt zu machen und nicht genau weiß, ob es was für einen ist, dann kann man so erstmal gut testen, ob man das erträgt, sage ich mal, den ganzen Tag lang kranke Leute um sich zu haben und ob man das so kann und ob man das auch jeden Tag so kann. Viele der Patienten sind sehr, sehr dankbar dafür, wenn man ihnen hilft, wenn sie bestimmte Sachen nicht mehr können und man ihnen einfach unter die Arme greift. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Auch das Gefühl, dass man was Nützliches macht, dass man gebraucht wird, ist ein sehr schönes Gefühl. Das ist das Schönste, glaube ich, so, was ich mitnehme jetzt aus dem Jahr.